Herzlich willkommen, ich bin Margret Marincolo, Expertin für Dualseelen und Seelenpartner. Und aus aktuellem Anlass spreche ich heute über die Gemeinsamkeiten des Coronaviruses und der Dualseelen. Meiner Meinung nach sind beide ein schwarzer Schwan. Die Dualseele ist ein persönlicher schwarzer Schwan und das Coronavirus ist ein gesellschaftlicher schwarzer Schwan. Ich erkläre gleich noch ausführlich, was schwarze Schwäne sind, was das Phänomen bedeutet und natürlich, was kannst du daraus lernen, was kann das konkret für dich bedeuten und wie kannst du besser mit solchen Phänomenen umgehen. Der erste Punkt, und das wirst du häufig in meinen Videos finden, es gibt keinen freien Willen. Zumindest gibt es keinen freien Willen, so wie das Ego sich das denkt. Und für mich persönlich gibt es einen Lebensplan. Für mich gibt es einen Lebensplan, der wie ein Drehbuch feststeht. Und auf dem du dich als Spielfigur in deiner ganz spezifisch dir auf den Leib geschneiderten Rolle bewegst und irgendwo in diesem Drehbuch begegnest du deiner Dualseele. Ja. So, ich habe jahrelang Affirmationen gesprochen, ich habe Techniken ausprobiert und du kannst in gewissen Zeiten so tun, als ob es einen freien Willen gibt und du wirst Dinge erreichen in deinem Leben, von denen du glaubst, die geschehen dir, weil du einen freien Willen hast, weil du dir das alles ausgedacht hast und weil du dein Leben in die Hände nimmst und weil du es lenken und leiten kannst. Und dann zum Beispiel kommt die Dualseele oder es kommt ein Coronavirus und deine ganzen Pläne werden über den Haufen geschmissen. So, wenn du deine Dualseele getroffen hast, dein Eigelb, dann bist du versucht, dieses Eigelb dir zu angeln und es immer wieder aus dem Rückzug rauszuholen. Aber was du auch versuchst, du wirst merken, dass dieses Phänomen anderen Gesetzen folgt und dass du, was auch immer du versuchst, dass dein Ego seinen Willen nicht kriegt. Dass dein Ego dieses Eigelb nicht kriegt, dass das Ego diesen Beziehungslolli mit der Dualseele einfach nicht kriegt. Und ich bitte an dieser Stelle einfach wirklich, das auch mal zu überprüfen, was ich sage. Es ist einfach, sich einzureden, wie oft du das bekommen hast, was du dir wünschst. Aber beobachte doch besonders die Phänomene, wo du es nicht bekommen hast. Also es macht wirklich auch mal Sinn, dir dein Leben anzuschauen und zu überprüfen, wo hast du etwas wirklich gewollt, wo hast du alles dafür gegeben. Also ich kann dir einige Beispiele in meinem Leben nennen, wo ich alles dafür gegeben habe und es hat einfach nicht funktioniert. Und wir trösten uns dann oft darüber hinweg und sagen, ja, ich habe nicht alles richtig gemacht, ich habe Fehler gemacht. Manch ein Schlauer sagt dann, das sollte nicht sein. Und da gebe ich dir recht, das sollte nicht sein, weil es im Lebensplan nicht steht. Der zweite Punkt, was ist ein schwarzer Schwan? Also ich komme gleich mal zum zweiten Punkt. Als schwarze Schwäne bezeichnet man Ereignisse, die a. sehr selten sind und b. die du nicht berechnen kannst oder nicht vorhersehen kannst. Ein positiver schwarzer Schwan war zum Beispiel die Erfindung vom Internet. Ja? Also niemand hat das gewusst, Jahre zuvor, dass so etwas kommt und wie sich das ausweiten wird. Und wenn ich meine positiv, dann ist das natürlich eine Bewertung, die ich abgebe. Im Video benutze ich manchmal die
Sprache der Bewertung, auch wenn ich mich selbst bemühe, nicht mehr zwischen positiv und negativ zu unterscheiden. Denn wenn wir jetzt das Coronavirus als negativen schwarzen Schwan bezeichnen, es ist sehr selten, also sehr selten, wir haben hier eine Epidemie wie das Coronavirus. B, niemand hat das vorhergesehen. Dann meine ich, dann heißt es natürlich erstmal oberflächlich gesehen, dass im Moment die Existenz von Firmen bedroht ist, dass die Menschen eingeschränkt sind in ihrer Freiheit, in ihrer persönlichen Freiheit. Also uns ist gerade angeraten, zu Hause zu bleiben. Die Schulen sind zu, die Universitäten, Großveranstaltungen sind abgesagt und. Und viele Menschen werden urteilen und werden sagen, das Coronavirus ist eine Katastrophe. Doch wenn ich auf den ersten Punkt zurückkomme, dass es einen Lebensplan gibt, dann wird sich das Geschenk und der Schatz des Coronaviruses wahrscheinlich erst Monate oder vielleicht auch Jahre nach seiner Erscheinung präsentieren. Und so ist es auch mit der Dualseele. Also der Schatz der Dualseele, der zeigt sich Jahre, nicht Monate, Jahre oder manchmal auch Jahrzehnte, nachdem du deiner Dualseele das erste Mal oder deinem Eigelb das erste Mal begegnet bist. Im Falle der Trennung von der Dualseele, die ja oftmals relativ zügig nach dem ersten Treffen eintritt, also der erste Rückzug der Dualseele findet im Schnitt nach 2 bis 3 Monaten statt, ja. Also das sind meine Beobachtungen. Du überprüfst das bitte für dich. Und du wirst es als Katastrophe bezeichnen. Also du wirst den Rückzug der Dualseele als Katastrophe bezeichnen. Aber Jahre später, und vielleicht gehörst du zu den Allweisen, die bereits den Schatz geborgen haben, die bereits steif und fluffig mit einer ordentlichen Erektion vom Selbstwert durchs Leben gehen. Vielleicht bist du ein Eiweiß, was vom Beruf zur Berufung gewechselt ist. Und vielleicht würdest du sagen, dass dein Leben im Moment ein großes Glückspotenzial hat, auch wenn du mal traurig bist, auch wenn du mal nicht weiter weißt. Auch wenn es immer wieder Dinge geben wird, die du nicht berechnen kannst. Auch wenn immer mal wieder Ohnmacht ist in deinem Leben. Vielleicht kannst du mittlerweile einfach sagen, mein Leben hat abgehoben, mir geht es gut. Also nochmal, weil das Thema schwarzer Schwan ja vielleicht neu ist für dich. Ein schwarzer Schwan ist ein Ereignis, was selten ist, was du nicht vorhersehen kannst. Und was oftmals eine auf den ersten Blick verheerende Wirkung hinterlässt. Verheerende Wirkung sind dann die für die sogenannten negativen schwarzen Schwäne. Also im Falle der Dualseele, du kriegst diesen Menschen überhaupt nicht aus dem Kopf. Du bist erstmal nicht lebensfähig. Du leidest unglaublich an Liebeskummer. Dein soziales Umfeld bricht dir weg teilweise, weil die Leute meinen, du bist durchgeknallt. Du hast vielleicht auch das Gefühl, dass du verrückt bist. Du hast das Gefühl, du wirst nie wieder einen Menschen finden, den du lieben kannst. Und es tut körperlich weh. Also man kann diesen Schmerz wirklich spüren. Im Falle vom Coronavirus, wer bitte kann wirklich berechnen, was dieses Virus für Auswirkungen haben wird? Wer bitte kann berechnen, welche Auswirkungen das Virus für die Wirtschaft haben wird? Wie viele Firmen werden
zerbrechen. Was ist mit unserem Finanzsystem? Also im Moment gibt es ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen. Also eine ganz große Unbekannte. Was wird sein, wenn das Coronavirus das Feld geräumt hat? Das ist ein schwarzer Schwan. Und ich komme wieder zurück zum Lebensplan und zum freien Willen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, den freien Willen gibt es und es ist höhere Gewalt. Aber wer ist denn die höhere Gewalt? Wer macht das denn? Also entweder gibt es einen freien Willen oder es gibt höhere Gewalt. So dieses, von diesem dazwischen halte ich nichts. Ja. Und die höhere Gewalt ist für mich einfach die Seele. Für mich ist die Seele der Teig der Schöpfung, der sich in alles Unsichtbare, in alles Sichtbare, in alles, was jetzt schon existiert und in alles, was schon wieder am Zerfallen ist und in allem, was ich jetzt nicht genannt habe, formt. Also die Seele formt sich in dein Eigelb, die Seele formt sich in dich. Die Seele formt sich in mich, die Seele formt sich in dieses Auto, die Seele formt sich in diese Autobahn, die Seele formt sich in meine Jackie, die hier auf dem Beifahrersitz schläft. Die Seele formt sich in das Coronavirus. Und die Seele hat sich das Ganze ausgedacht im Sinne von, das ist natürlich ein Konzept, denn die Seele ist das alles. Die Seele hat ja kein Gehirn. Die Seele hat Freude am Spiel. Und du kannst Seele mit Schöpfung vertauschen, du kannst Seele mit Gott vertauschen, du kannst Seele mit Leben vertauschen. Für mich ist das alles das Gleiche. Und deshalb macht es für mich eben nicht mehr Sinn zu urteilen, das ist gut und das ist schlecht. Letztlich ist es für mich alles Seele. Und die Seele plant ab und an unser Konzept vom freien Willen ein bisschen durchzurütteln. Und sie macht den Film gerade sehr spannend, denn die Seele mischt die Karten neu. Indem sie sich in das Coronavirus formt, indem sie die Wirtschaft durcheinander rüttelt, mischt sie die Karten neu. Ja. So, also was ein schwarzer Schwan ist, das ist ungefähr klar. Es gibt ein tolles Buch dazu von einem Bestseller-Autor und Wissenschaftler, ein hochintelligenter Mensch, der nennt sich Nassim Taleb. Ich habe das Buch mal vor ich glaube, 8 Jahren gelesen. Das war übrigens eine Gabe meiner Dualseele, die mir ein Foto schickte von diesem Buch. Und ich musste es natürlich gleich kaufen. Ich wusste nicht, dass ich die Informationen, die in diesem Buch stehen, viele Jahre später nutzen würde, für dieses Video zum Beispiel. Und das ist wirklich ein gesellschaftlicher schwarzer Schwan in unser aller Leben tritt, nämlich der Coronavirus. Der dritte Punkt, den Dualseelen und das Coronavirus gemeinsam haben, ist Ohnmacht. Du wirst immer wieder Ohnmacht fühlen. Zum Falle der Dualseele ist es klar, denn wenn du merkst, dass was du auch versuchst, was du auch schreibst, was du auch sagst, welche Techniken du anwendest, welche Magie und Liebeszauber du auch versuchst, dass du deine Dualseele nicht in dieser Weise an dich binden kannst, von der es dir schwant. Jetzt sind wir wieder beim schwarzen Schwan. Das löst Ohnmacht aus.
Und natürlich gibt es ganz viele Verdrängungsmechanismen, um die Ohnmacht nicht zu spüren. Es gibt ganz viele Ablenkungsmechanismen. Und im Falle der Dualseele wirst du vielleicht zum Kettenraucher, wenn du Raucher bist. Du wirst deinen Alkoholkonsum nach oben schrauben, wenn du gerne Alkohol trinkst. Du wirst vielleicht den Schokoladenkonsum verdrei- oder vervierfachen, wenn du gerne Süßes isst. Du wirst dein Konto überziehen, wenn du gerne Shopping gehst. Also es gibt die unterschiedlichsten Verdrängungs- oder Bewältigungsstrategien, wenn es darum geht, Ohnmacht nicht zu fühlen. Ja? Vielleicht surfst du auch im Internet von Seite zu Seite und suchst nach der ultimativen Technik, wie du dir deine Dualseele doch angeln kannst, wie du dein Eigelb doch in die Pfanne hauen kannst. Und du wirst früher oder später merken, dass keine dieser Techniken dich weiterbringt. Dass jede dieser Strategien dich im Grunde mehr und mehr von dir selbst entfernt. Außer vielleicht der Versuch, dich immer wieder selbst zu reflektieren. Dich immer wieder zu fragen, was hat denn das Verhalten deines Eigelbs mit dir zu tun? Was bedeutet es denn, wenn sich das Eigelb zurückzieht? Wenn das Eigelb von dir Abstand nimmt? Wo nimmst du denn selbst Abstand von dir? Und wenn es nicht mit dir spricht, dein Eigelb, wo sprichst du selbst nicht mit dir? Wo überhörst du deine innere Stimme? Wo achtest du auf äußerliche Zeichen, anstatt wirklich deiner inneren Führung zu vertrauen? Und ich habe festgestellt, dass die Zeichen, die du im Dualseelenprozess bekommst und siehst, äußere Ablenkungen sind. Es wird mir gerade so richtig bewusst, all das oder ein Großteil, 90-95% von dem, was du im Außen findest, an Zeichen und an Informationen, bringt dich im Dualseelenprozess von dir weg. Es führt dich wie Rotkäppchen ins Dickicht. Das führt dich wie Rotkäppchen in den Wald, wo der böse Wolf lauert und dich vielleicht verschlingt. Die Erlösung, die Befreiung, die wartet im Inneren, ja, in deinen Innenwelten auf dich. Dort wirst du fündig. Dort sind die wahren Zeichen. Die sind niemals im Außen zu finden. Und das ist das, was ich aus meiner eigenen Dualseelengeschichte und aus mittlerweile 9000 Coachings rund um Dualseele und Seelenpartner beobachtet habe. Ja. Und wie gesagt, bitte, das ist meine Beobachtung, das ist meine Weisheit. Du machst dir bitte, zerbrichst dir deinen eigenen Kopf, gehst in das Gefühl und schaust, ob das für dich stimmig ist, was ich hier erzähle. Beim Coronavirus ist es auch die Ohnmacht. Wann können die Kinder wieder in die Schule? Wann kannst du wieder arbeiten, wenn du jetzt auch schon pausiert bist? Wenn du Seminarleiter bist oder Coach und Menschen, vor Menschen sprichst, so wann kannst du deine Seminare wieder führen? Vielleicht hast du Angst, dass du entlassen wirst aus wirtschaftlichen Gründen. Was ist mit den Finanzen, wenn die Börse weiterhin crasht? So. Wirst du erkranken? Ist es mit werden Angehörige erkranken? Und wenn wir die Zahlen anschauen, also wenn wir von der Prognose ausgehen, die Angela Merkel gemacht hat, wenn wir von 60-70% Erkrankten in Deutschland ausgehen, tja, das ist über die Hälfte, das sind zwei Drittel, die sich zumindest mal infizieren. Ich persönlich bin aber der Meinung, wir sind alle infiziert,
Denn wir sind alle geistig mit dem Coronavirus infiziert. Es geht nicht um die körperlichen Symptome. Es geht nicht darum, ob wir körperlich sterben können. Es geht darum, ob wir endlich leben wollen. Es geht darum, dieses Coronavirus sitzt in unserem Geist, weil es uns wachrütteln will, weil wir erwachen sollen, weil wir endlich den Wecker klingeln hören sollen. Also das Coronavirus bietet eine unglaubliche Möglichkeit, wie auch die Dualseele, endlich aufzuwachen. Endlich zu gucken, was an unseren Lebenskonzepten nicht stimmt, wo wir nochmal nachdenken dürfen, wo wir unsere Glaubenssätze und Dogmen überprüfen. Zum Beispiel, ich muss mit meiner Dualseele leben, weil ich sie liebe. Das ist Bullshit. Niemand muss das. So, das ist ein Glaubenssatz, der davon ausgeht, dass die große Liebe dazu da ist, um mit ihr zu leben. Und das Coronavirus sitzt in unserem Geist. Unser Bewusstsein ist mit Corona infiziert. Und zwar bei jedem Menschen, der hören, lesen, denken, fühlen kann. Und diese Infektionsrate liegt vielleicht bei 98%, ja, dass wir mit dem Coronavirus geistig infiziert sind. Und beim schwarzen Schwan der Dualseele ist es ähnlich. Du bist im Bewusstsein mit der Dualseele infiziert. Und was macht das mit dir? Was holst du aus dieser Infektion raus? Wirst du endlich immun für bestimmte Verhaltensweisen? Wirst du endlich immun für Beeinflussung von außen? Wirst du endlich immun für eine destruktive Lebenseinstellung? So, das ist das, was das Coronavirus und das Dualseelensyndrom so ähnlich macht in der Auswirkung auf unsere Leben. Während die Dualseele ein persönlicher schwarzer Schwan ist, der dein Leben komplett, da kriege ich Schatten, der dein Leben komplett aus den Angeln heben kann, ist das Coronavirus ein gesellschaftlicher schwarzer Schwan. Und ich bin sicher, dass sich sehr viel ändern wird. Und ich bin sicher, dass das Coronavirus ein Geschenk der Seele ist. Ein Geschenk der Schöpfung, um das Spiel wieder spannend zu gestalten, um den Ausgang wieder offen zu halten, auch wenn es sich erst einmal sehr bedrohlich anfühlt. Und ja, ich bin der Meinung, dass wir die Vorschriften einhalten, die vorgeschlagen werden, also auch dieses mal mehr zu Hause bleiben und somit die zumindest körperliche Infektionsgefahr einzuschränken. Geistig sind wir Gott sei Dank alle infiziert, denn im Bewusstsein muss sich etwas ändern. So, das ist meine Meinung. Im Bewusstsein muss sich etwas ändern. In Bezug auf die Gesellschaft, auf unser Leben, auch auf die Verantwortung, die wir füreinander haben. Jeder Einzelne ist für einen anderen verantwortlich. Und wenn wir da anfangen, auf uns zu schauen, dass es uns gut geht, aber dann das, was wir wissen, mit anderen Menschen zu teilen, ohne immer neidisch zu sein oder uns Informationen vorzuenthalten. So, warum ist das Coronavirus oder generell, warum sind Viren so erfolgreich? So, das Coronavirus hat schon längst mutiert.
Ich habe gestern etwas gelesen. Ich meine, Viren haben die Eigenschaft, zu gucken, was funktioniert. Und wenn eine Überlebensstrategie nicht mehr funktioniert oder die Strategie, sich zu vermehren, dann wird die nächste ausprobiert. Und so mutiert das Virus, bevor es überhaupt einen Wirkstoff gibt für dieses Coronavirus, hat sich das schon so modifiziert, dass es immer wieder überleben kann. So, das Virus passt sich an. Sind wir anpassungsfähig? Nicht wirklich. Und das ist übrigens etwas, was uns der schwarze Schwan lehrt. Der schwarze Schwan lehrt uns, robust zu sein, überlebensfähig zu sein, uns anzupassen und nicht von Dingen auszugehen, die sicher zu sein scheinen. So, wir verlassen uns auf Aussagen von Menschen, denen wir vertrauen, ohne selbst nachzudenken, ohne selbst zu überprüfen. So, wenn du eine Kartenlegerin anrufst und die sagt dir, du kommst mit deiner Dualseele zusammen, dann glaubst du das vielleicht jahrelang. Aber du berechnest nicht das Risiko, was es bedeutet, wenn die dir was Falsches gesagt hat. Du berechnest nicht, was es bedeutet, wenn du 10 Jahre wartest oder 20 Jahre wartest und vielleicht dann ohne Partner bleibst. Vielleicht wolltest du Kinder, vielleicht hast du dir vorgenommen, Kinder zu bekommen und du glaubst einer Wahrsagerin oder irgendjemandem anders, der sagt, ja, die Dualseele kommt und gehst das Risiko ein, auf Kinder zu verzichten. Aber du machst dir die Gedanken nicht, weil du blind vertraust und blind glaubst. Ich bin der Meinung, dass Vertrauen eine unglaublich wichtige Komponente ist. So, ich vertraue zutiefst. Ich vertraue zutiefst meinem Leben. Ich vertraue auch Menschen. Ich habe aber immer den Gedanken, es könnte auch ganz anders kommen. Ich bin immer der Meinung, wenn es anders kommt, ich passe mich an. So, wer meine Videos kennt, wer meine Videos verfolgt, seit 2 Jahren, wo ich vielleicht mein erstes Video gemacht habe, der wird sehen, dass ich meinen Glauben ständig wandelt, dass sich mein Glauben ständig weiterentwickelt, dass ich überprüfe und wenn ich merke, dass etwas für mich nicht mehr stimmig ist, dann komme ich mit einer neuen These und das kommuniziere ich auch sehr klar. Also die Thesen übernehme ich nicht von fremden Menschen, sondern ich analysiere mein Leben, ich probiere die bei mir selbst aus und wenn die funktionieren, dann teile ich die mit dir. Und meistens gehen meine neuen Glaubensmuster oder meine neuen Glaubenssätze mit Krisen einher. So, ich merke, dass etwas plötzlich nicht mehr funktioniert und dann überdenke ich mein Leben. Und irgendwann in einer dunklen Stunde kommt ein Lichtlein und ich habe eine Erkenntnis und die ist manchmal erstmal nicht toll. So, als ich für mich festgestellt habe, es gibt keinen freien Willen, da war das für mich auch ein schwarzer Schwan, ein persönlicher schwarzer Schwan. Das hat erstmal mein ganzes Leben durcheinander gerüttelt und geschüttelt. Und ich fand das nicht wirklich toll, dass ich feststellen musste, dass es den freien Willen so nicht gibt. Also nochmal zurück zum Coronavirus. Und dann komme ich nochmal zur Dualseele. Was können wir vom Coronavirus lernen? Sei anpassungsfähig. So, was mir meine Klienten oft sagen: Ich bin halt, wie ich bin. Ich bin eben so. So, das ist nicht robust. Das ist fragil. Weil wenn du bist, wie du bist, wenn du eine Kaffeetasse bist und du fällst runter, eine Kaffeetasse aus Porzellan, nicht eine aus Gummi, wenn du eine Kaffeetasse aus Porzellan bist und du fällst runter, dann bist du kaputt. Wenn du aber sagst, okay, ich bin jetzt eine Kaffeetasse. Aber wenn mich etwas runterwirft, dann wandle ich mich. Und dann wird aus mir ein Gummiball. Dann springst du wieder nach oben. So. Ich habe ungefähr ein Gefühl dafür, was ich sein könnte. Aber ich kann dir nicht sagen,
ich bin so und so und so und so und so. Weil mein Leben hat mich gelehrt, mich anzupassen, immer wieder anders zu sein. Viel auszuprobieren. Und Menschen, die mich kennen, die sagen mir, Marke, du bist ein Stehaufweibchen und du bist immer wieder anders, du erfindest dich immer wieder neu. Und ich würde sagen, ich bin robust. Ich habe ein unglaublich robustes Naturell. Und daraus schöpfe ich auch meine Kraft. Und ja, auch für mich fühlt sich Fallen manchmal richtig scheiße an. Und wenn ich falle, glaube ich, ich bin eine Kaffeetasse. Und wenn ich jetzt am Boden bin, dann werde ich zerbersten. Und so beim Aufprall merke ich, ich bin jetzt ein Gummiball und springe wieder in die Luft. Und trotzdem ist die Berührung mit dem Boden, ist es diese Ohnmacht, nicht zu wissen, was passiert, unglaublich spannend. Und ich war schon immer intuitiv und ich weiß, als ich ein Treffen hatte mit meinem Eigelb und wir verabschiedeten uns, ich brachte ihn zum Bahnhof. Wir hatten uns eigentlich schon wieder verabredet und ich wusste, etwas in mir war tief traurig. Ich wusste, ich werde diesen Menschen lange, lange, lange Zeit nicht sehen. Da fragte mich noch, was ist mit dir? Ich sage, nichts, ist alles okay. Aber ich wusste, ich werde ihn lange Zeit nicht sehen. Ich konnte dir nicht sagen, woher ich dieses Wissen nahm. Und es war nicht etwas, was ich wissen wollte. Das war einfach da. Und es war so, wir haben uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Und ich hatte auch dann das Gefühl, dass das nicht in eine gelebte Liebesbeziehung führt. Da war immer dieses Wissen. Und deshalb konnte ich auch loslassen. Deshalb konnte ich es dann irgendwann beenden. Und heute, 8 Jahre später, bin ich so, so dankbar. Ich bin so dankbar für dieses Geschenk. Ich bin so dankbar für diesen Weg, den ich gehen konnte. Und für das, was ich jetzt für dich tun kann. Denn wie kann ich helfen, wenn ich es selbst nicht erlebt habe? So. Wie kann ich dich ins Licht führen, wenn ich das Dunkel nicht kenne? Und ich kenne die dunklen Stunden immer wieder. Und ich liebe mittlerweile den Tunnel, weil ich im Tunnel das Licht schon spüren kann. Und ich kann diesen Tunnel mehr und mehr genießen und kann das Licht begrüßen, wenn es dann wieder da ist, so wie jetzt. Ja. Was kann ich vom Coronavirus lernen? Also mich anzupassen, zu mutieren, meinen Glauben zu wandeln, zu überprüfen, stimmt denn das, was ich von mir selbst glaube oder ist da noch viel mehr drin? Und von der Dualseele kannst du das auch lernen. Also dein Eigelb ist nicht dein Gegenteil, sondern es lebt dein Gegenteil. Und wenn dein Eigelb das kann, dann steckt diese Möglichkeit, diese Anlage natürlich auch in dir, auch du kannst dein Gegenteil leben. Du kannst mehr im Kopf zu Hause sein, du kannst deine Gefühle Gefühle sein lassen, du kannst sie fühlen, aber du kannst aufhören, damit sie überzubewerten. Du kannst lieben, ohne diese Beziehung leben zu müssen. So, das kannst du von deinem Eigelb lernen, das ist unglaublich heilsam. Grenzen sprengen. Es geht für mich im Nuasen-Prozess und in der Coronavirus-Krise darum, Grenzen zu sprengen. Und manche würden sagen, es geht darum zu erwachen. Und ja, vielleicht geht es wirklich darum zu erwachen. Die Dualseele, dein Eigelb, dein persönlicher schwarzer Schwan, ermutigt dich sozusagen dazu, alles zu überprüfen und deine Grenzen zu sprengen und aus der zu sprengen oder über deine Grenzen zu springen und aus dem Kampfmodus, wo du gegen so viele Dinge bist, wo du gegen die Meinung von anderen bist, wo du gegen Gefühle bist, wo du
gegen den Glauben eines anderen bist, anstatt zu sagen, ich lasse das einfach mal so stehen, das ist nicht das, was ich glaube, aber das ist vollkommen in Ordnung. In die Phase der Befreiung zu kommen. Und Freiheit heißt, dass andere Menschen neben dir existieren, mit völlig anderen Gesinnungen, mit völlig anderen Glaubenssätzen, mit einer völlig anderen Lebensweise. Und du kannst sagen, ja, das ist okay. Das ist ihre Wahl und ich treffe meine. Ich habe meinen Lebensplan. Welche Befreiung das Coronavirus bringt, ich habe keine Ahnung. Ich habe im Moment keine Ahnung, weil im Moment fühlt es sich wie Begrenzung an für viele, viele, viele Menschen. Und es ist das, was die Seele macht. Ich erinnere nochmal dran, die Seele inkarniert in einem Körper oder in 7,5 Milliarden Körpern auf dieser Erde allein. Es gibt ja noch mehr Leben im Universum, viel mehr, von dem wir nichts wissen. Die Seele inkarniert hier auf dem Planet, auf dem Lernplanet Erde in einem Körper, um Begrenzung zu spüren. Die Seele ist das Freieste, was du dir vorstellen kannst. Und sie möchte sich in ihrem Gegenteil erfahren. Also sie sucht Begrenzung. Und mit dem Coronavirus zum Beispiel oder auch mit der Dualseele schafft sie diese Begrenzung. Das heißt, die Menschen fühlen sich jetzt erstmal eingeschränkt und fühlen sich begrenzt, um dann durch einen neuen Glauben. Und für mich findet Entwicklung immer durch eine Erweiterung des Bewusstseins, durch eine Revidierung alter Glaubenssätze oder alter Glaubensmuster statt. Zum Beispiel, wenn wir sagen, ich kann das nicht, ich bin das nicht. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, die du nicht kannst. So, du bist vielleicht kein Weltmeister im 100-Meter-Lauf. Aber zu gucken, wenn du etwas nicht kannst, also zum Beispiel, du kannst nicht schnell rennen. Vielleicht kannst du gut Fahrrad fahren. So, warum musst du schnell rennen können, wenn es heute Elektrofahrräder gibt? Zu gucken, mit welcher deiner Stärken kannst du deine Schwäche überbrücken? Oder welche deiner Schwächen ist sogar eine Stärke? Wo ist es denn gut für dich in deinem Leben langsam zu sein zum Beispiel? Das ist nur ein Beispiel. Also deine Glaubenssätze durch gründliches Nachdenken wirklich ins Wanken zu bringen. So ist es wirklich schlecht, dass du jetzt gerade mit deinem Eigelb nicht zusammen bist. Ist das wirklich schlecht? So überprüf das mal. Und was könnte der Gewinn daraus sein, dass du jetzt nicht mit deinem Eigelb zusammen bist? Oder vielleicht auch niemals mit deinem Eigelb zusammenkommst? Welches Happy End könnte sich deine Seele für dich ausgedacht haben? Und welche Chance hat das Coronavirus für dich? Das sind für mich spannende Fragen im Moment. Und wenn du eine Frage an mich hast, dann schreib sie mir doch bitte unter das Video drunter. Es gibt auch einen Blogbeitrag am Sonntag, also morgen. Ich stelle das Video heute am Samstag ein. Den verlinke ich dann am Sonntag. Den findest du jetzt noch nicht. Wenn du Fragen hast, die du gern beantwortet haben möchtest in der nächsten Woche, dann bitte stell sie mir. Ich freue mich drauf. Und mehr zum Thema Dualseelen findest du auch auf meiner Homepage. Und wenn du ein persönliches Gespräch mit mir haben möchtest, dann findest du mich bei Questico mit dem PIN 9654. Ein schönes Wochenende, viele konstruktive und befreiende Gedanken. Bis bald, deine Margret.